Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Oakwood, einem Dinosaurier-Horrorspiel, was es auf Steam für 3,99 € zu kaufen gibt. Das will ich mir heute mal mit euch gemeinsam angucken und ich würde sagen, es geht los. Hey Maddie, we're almost at the campground and about to lose reception, so I just wanted to check in. It's so beautiful out here. Just keep following that logging road till you see the sign for Oakwood. It's been abandoned for a while, so hopefully it's not too hard to miss. We're supposed to lock the fence behind us, but we'll leave the key out for you. Be safe on your way up here, and we'll see you tomorrow. Can't wait! Und da sind wir schon im Spiel. Ihr habt gerade schon gehört, das war, glaube ich, eine Sprachnachricht oder Mailbox-Nachricht von unserer Frau, Freundin. Und die ist wohl schon da, im Camp Oakwood. Wir sollen dem Weg folgen bis zu einem Schild oder so. So habe ich es zumindest verstanden gerade. Central Coast Region, British Columbia. 8. Juli 2018. Okay. Sieht ja schon mal sehr schön und einladend hier aus. Schön, wie diese ganzen Pusteblumenpollen hier rumfliegen. Finde ich nice. Auch eine tolle Atmosphäre mit der Musik. Linke Maus, um zu interagieren mit glühenden Objekten. Ist damit das hier gemeint? Ja. Ah, das ist ein Zettel. Hey Mardi, you're on the right track. Just keep following the path. See you soon. M. XOXO. Okay. Also wir sind Mardi anscheinend. Und unsere Freundin heißt M. Vielleicht Emma oder so. Gehe ich mal von aus. Und, oh Gott, hier müssen wir ja richtig klettern. Oha. Oakwood. Ich glaube, jetzt können wir nämlich auch nicht mehr zurück. Sieht zumindest so aus. Was war das? Wir gehen hinein. Den Schlüssel? Wo ist der denn? Da haben wir ihn. In Übergröße. Schließen wir mal auf. Tada! Bin ich ja mal gespannt. Bis jetzt ist das wirklich sehr idyllisch. Aber ich glaube, das wird noch schlimm. So, was haben wir hier? Irgendeine kleine Hütte. Aber hier ist auch ein Zettel. Okay. Ist nur irgendein Steckbrief, dass jemand halt in den Wäldern hier verloren gegangen ist. Vielleicht finden wir den ja. Hätte mir mal den Namen merken sollen. Aber ist egal. Ich will Dinosaurier sehen. Gott, dieser Sound. Erwartet uns hier etwas Schreckliches? Okay, das sieht, ehrlich gesagt, ziemlich verlassen aus. Und wo ist jetzt M? Jede Menge Proviant. Ein paar Bierdosen. Also die hatten ja auf jeden Fall eine gute Zeit. Aber keiner ist da. Also entweder sind die weg oder es verlassen. Meet me by the lake at midnight. XOXO. Oha, was war das für ein Dino-Schrei? Phone muddy before Woodpine Ridge. No reception at Oakwood. 604-5550. Haben wir ein Telefon? Gute Frage. Aber dieser Schrei, der hat mir nicht gefallen. Der kam aus der Richtung. Ich will die Axt hier haben. Das geht leider nicht. Schade, schade. Ja, die scheinen ja alle irgendwie weg zu sein. Gehen wir mal in Richtung Dinosaurierschrei. Müssen ja nachgucken, wo unsere Frau ist. Okay. Was haben wir hier? Irgendwelche Dosen, eine Bank. Eine alte Feuerstelle. So, hier können wir einmal durchkriechen. Ist gut zu wissen. Es wird wahrscheinlich sehr hilfreich sein, wenn uns Dinosaurier mal verfolgen sollten. Ah, eine Toilette. Vielleicht finden wir hier ja jemanden. Eine Notiz auf jeden Fall schon mal. Okay, das heißt, das Wasser hier ist nicht trinkbar. Gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, ob wir Essen, Trinken überhaupt brauchen. Sieht auf jeden Fall gruselig hier aus. Oha, was haben wir hier? Noch ein Totem. Wir haben vorhin schon im Camp eins gefunden.
mal auch auf dem Frauenklo, auch wenn wir da eigentlich gar nicht hingehen sollten. Nix. Auch nicht in der Toilette. Ja, gehen wir mal weiter. War da gerade was? Nee. Oh, diese Büsche sehen manchmal echt so aus, als wenn da im Wasser was ist. Jetzt hier. Boah, steil nach unten. Eine alte Campstelle. Und nochmal ein schöner See. Mit Wasserfällen sogar im Hintergrund. Aber keine Menschenseele zu sehen. Wo sind die wohl hingegangen? Die sind wahrscheinlich auch irgendwie auf Wanderung. Was zur Hölle? Oh mein Gott, das war ja richtig gruselig. Das war voll laut. Hä? Irgendwas beobachtet mich hier, glaube ich, in den Büschen. Ah, ist das gruselig. Wir müssen weitergehen. Gott, gleich kommen so Velociraptoren oder so. Das ist ja echt das Horrorszenario. Wir können uns auch so links, rechts bewegen mit dem Kopf. Oha. Das ist irgendein totes Tier hier. Oh Gott. Ich glaube, wir sollten da vorne reinrennen, schnell. Ach du Schande. Können wir das zumachen? Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? Also da kam irgendwas Großes gerade. Und ich glaube, wir sind ohnmächtig geworden. Es ist, glaube ich, jetzt Nacht. Okay, eine Taschenlampe haben wir. Okay, die können wir an- und ausmachen. Ach du Schande. Gott. Wir sollten nicht die Taschenlampe anmachen. Ich glaube, das ist ein Rexy. Soll ich mich verstecken unterm Tisch? Ich kann mich nicht wirklich verstecken. Oh Gott, diese Geräusche. Geh bitte weg. Oh nein. Der läuft um uns rum. Ich hoffe, der kommt gleich nicht durchs Dach oder sowas. Das wäre schlimm. Ist er weg? Können wir hier aufmachen? Nee. Oh shit. Hier laut Jurassic Park dürfen wir uns jetzt nicht bewegen. Der guckt hier genau rein. Der weiß, dass wir hier sind. Oh Gott. Taschenlampe an. Der ist noch hier. Ich höre ihn gern. Oh Gott. Wir sollten schnell hier raus. Schnell weg hier. Ist auch schon wieder so ein Totem. Ich hoffe, Rexy kommt jetzt nicht noch. Aber ich glaube, der wird sich alle Haxen brechen, wenn er hier runterjumpt. Bei Nacht ist das irgendwie alles ziemlich gruselig. Oha. Ja, eine Runde angeln hätte ich auch Lust drauf gehabt. Aber jetzt bin ich in so einem Horror gelandet hier. Och nee, ey. Ich muss echt sagen, dass ich vor Velociraptoren viel, viel mehr Angst habe als vor einem Rex. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die kleinen und fies sind. Und intelligent. Und
Die schleichen sich bestimmt an. Kann ich da rein? Tür ist abgeschlossen. Nicht gut. Ich habe ab und zu so ein paar Lags, aber das ist nicht weiter schlimm. Okay. Ja, irgendein Geschichtsbuch. Hm? Hallo? Das ist ja fast wie Phasmophobia hier. Alles abgeschlossen. Das sind so alte Arcade-Automaten. Wieso ist denn das hier auch so groß? Ich kann sogar hier reingucken. Okay. Oh, da kann man auch reingucken. Das ist alles nicht so wichtig von der Information her. Bin ich wieder im Anfangsraum? Ja, bin ich. Oh, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Das ist gut zu wissen. Oh Gott. Da ist ein Kratzer. Wenn das mal kein Raptor war. Okay, sie ist von hinten blockiert, die Tür. Vielleicht müssen wir dann doch hier lang gehen, um da hinein zu gelangen. Was war das? Das ist ein Funkgerät oder sowas. Was ist denn jetzt? Oh mein Gott. Das Blut! Oh mein Gott. Oh, das ist M, oder? Oh, ich verstehe die ganz schlecht. Ich habe es gar nicht verstanden, was sie gesagt hat. Wir haben auf jeden Fall jetzt irgendeinen Schlüssel. Door is locked. Oh Mann, ey. Auch locked. Na gut, die Toiletten sind dann wahrscheinlich egal. Das ist bestimmt hier diese Tür. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Main Office. Das war, glaube ich, die Tür, die vorne noch verriegelt war. Oh, ist das gruselig. Also ehrlich gesagt finde ich diese ganzen Texte gar nicht so wichtig. Die erzählen halt ein bisschen über die Geschichte von dem Ort hier. Und was hier vorgefallen ist. Aber ich will viel lieber meine Frau jetzt retten. Telefon, aber was bringt mir das denn jetzt? Oh, da ist ein weiterer Schlüssel. Okay, der ist für die Frauentoilette. Die ist hier... Ne, das ist Männer. Hier ist die Frauentoilette. Oha. Wer hat sie sich hier eingesperrt? Ach du Schande. Ne, wieder nur irgendeine Nachricht. Boah, das ist schon gruselig. Ist das Blut? Nee, das ist irgendwas Schwarzes oder so, die Flüssigkeit. Hier vielleicht irgendwas? Nee. Dann geht's wohl jetzt hier rein. Oh nein, eine Sporthalle. Oh, ist das gruselig. Locker Room? Weiß echt nicht, warum ich mir die immer hier durchlese, die Dinger. Ich werde das wahrscheinlich alles rausschneiden. Das sind so ein bisschen random Zettel auch nur. Aber ich habe mittlerweile echt Angst. Es könnte überall etwas lauern. Schon wieder diese schwarze Flüssigkeit. Unterm Klo. Oh Gott, ich werde mich gleich so erschrecken. Gehen wir mal wieder zurück in die Turnhalle. Die finde ich ja mega gruselig, muss ich sagen. Eine Lampe von der Decke gefallen? Irgendwas über uns, kann das sein? Oh Gott.
Sieht so aus, als wenn wir hier hineinkrabbeln sollen. Oh Gott, diese Geräusche. Gefällt mir gar nicht. Kann ich nicht wenigstens eine Waffe oder sowas aufnehmen? Damit würde ich mich deutlich besser fühlen. Ich hab's ja gesagt, Leute. Velociraptoren. Stay low and move quick. Okay. Ach du Schande. Oh Gott. Alles klar. Da wurden wir direkt gesnackt, weil das Licht an war wahrscheinlich. Oha. Versuchen wir es nochmal. Diesmal natürlich ohne Taschenlampe. Move quick. Ja, wie sollen wir das denn machen? Da steht er. Da ist er. Schaut ihn euch an. Noch hat er uns nicht gesehen. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Habe ich hier irgendwas zum Werfen oder so? Ach du Schande. Soll ich einfach mal versuchen, rüber zu rennen? Let's go. Er hat uns nicht gesehen. Aber er guckt genau in unsere Richtung hier. Ich glaube, der bewegt sich gerade. Oh Gott. Was ist das gruselig? Oh, der Raptor ist jetzt da oben drauf gesprungen. Aber hier sind mehrere. Zwei. Oh mein Gott. Das schaffe ich doch niemals. Okay, Leute. Drei. Oh Gott. Okay, jetzt ganz schnell durch. Nicht umdrehen, nicht gucken. Einfach rennen. Oh Gott. Oh. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das war echt gruselig gerade. Wir müssen weiter. Kann ich wieder das Flashlight benutzen? Ich hoffe. Also Raptoren gefallen mir gar nicht. Das ist echt schlimm. Oha. Wo geht's denn jetzt hier hin? Wahrscheinlich hier entlang. Kann ich bitte irgendwas bekommen, um mich zu wehren? Was mache ich denn jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, das war gerade die falsche Idee, umzudrehen. Oh Gott, da ist er. Tür auf. Doors locked. Ah, da rein. Oh mein Gott. Okay. Da habe ich jetzt richtig hart Gänsehaut bekommen. Eieieiei. Okay, das Spiel ist heftiger, als ich dachte. Tür ist zu. Okay. Bleibst du wohl da? Geh mal hier runter. Ich höre den schon hinter uns. Wir sollten uns beeilen, glaube ich. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Raptor raus. Das wäre schlimm. Em, ich bin hier. Em? Wo bist du? Em? Ich habe sie doch genau gehört. Help. Ja, ich komme. Wo ist sie denn? Wo bist du? Okay, hier nach oben kann ich auf jeden Fall nicht. Kann ich hier rüber oder so? Ne, wahrscheinlich eher unten drunter, ne? Ja. Oha. Also wir sind hier auf jeden Fall auf der Spur, das ist gut. Was zur Hölle war das jetzt schon wieder? Ah.
Wo ist unsere... Oh nein! Blut! Oh, bitte lass das nicht M gewesen sein. Oh Gott, wir müssen hier hoch. Wir müssen sie finden. Wieso immer die Frauentoilette? Licht aus! Der Raptor ist hier drin. Oh, das ist der Schatten. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Gott sei Dank riecht er uns nicht. Das wäre nämlich ganz schön übel. Puh. Okay, ich glaube, die Luft ist rein. Sieht gut aus. Gehen wir mal hier entlang. Okay, wir klettern, glaube ich, hier mal lieber schnell wieder rein. Oh, ich höre schon wieder Raptoren. Ich fühle mich in diesen Dingern irgendwie ein bisschen sicherer. Bis jetzt zumindest noch. Wo ist er denn? Da ist er direkt. Okay, wir sind jetzt hinter ihm. Weiter geht's. Oh oh. Da steht er. Was soll ich denn jetzt machen? Dann müssen wir wohl jetzt darunter und dann uns schnell einen Plan überlegen, bevor wir sterben. Taschenlampe aus. Ich gucke erstmal, ob er mich bemerkt. Oh nee, ich will da nicht runter. Okay. Schleichen uns vorbei. Dass wir die Taschenlampe ausgemacht haben. Mach zu. Kann ich hier zumachen? Oh, das gefällt mir gar nicht. Eieieiei. Oh, ich wusste es. Oh Gott. Ich wusste, dass da nochmal ein Raptor kommen wird. Oh Gott. Nicht mehr umdrehen. Einfach rennen. Gar keine Lust auf Velociraptoren. Ich habe M jetzt leider nicht gefunden. Oh. Natürlich ist es jetzt tiefste Nacht. Einfach weiter rennen. Je weiter wir von diesem Ort weg sind, desto besser. Oha, ey. Okay, hier geht's weiter. Wie sind wir hier? Einfach weiter durchs hohe Gras. Ja. Da war ein Raptor. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo hoch oder so. Nein, wo müssen wir lang? Ich will hier weg. Kann ich hier hoch? Auch nicht. Kann ich hier durch? Wo muss ich hin? Das gefällt mir nicht. Licht aus. Oh Gott. Och, komm. Die Frage ist jetzt, was mache ich falsch? Da kommt jetzt wieder der Raptor. Wir sollten vielleicht das Licht erstmal ausmachen und einfach mal diesem Weg hier folgen. Da vorne kann man rein. Schnell. Oh, wieso habe ich das nicht gleich gesehen? Das war ja mega obvious. Ach, so ein Mist. Okay, da Licht an. Ich hoffe, wir haben den Raptor abgehängt. Einfach weiter rennen. Nicht stehen bleiben. Auf keinen Fall stehen bleiben. Okay, die Nachricht an sich ist nicht so wichtig, aber die ist von M. Das heißt, es ist wahrscheinlich ihr Rucksack. Oder der von Zoe. Wir sind ja auf der Spur. Immer schön weiter rennen. Echt schlimm, dass hier überall das hohe Gras ist. Oh Gott, die sind wieder in den Büschen. Rennen, 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 rennen. Nicht stehen bleiben. Whoever's there, Dylan and I made it
scarab from monsters with them, but they don't seem to last long. If anyone can hear me, we're gonna see where this kid goes. Sie scheint ja noch zu leben. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Oh, hier ist das Auto. Okay, wir holen schnell das Benzin und dann das Auto. Jetzt wissen wir, wo es ist. Das ist gut zu wissen. Lass mich in Ruhe, Raptor. Diesmal steht es ein bisschen woanders. Okay, gut zu wissen. Das heißt, das variiert auch ein bisschen immer. Was mache ich jetzt? Ich renne einfach durch. Mach mir nichts, Raptor. Tu mir nichts. Bitte nicht. Einfach rennen. Ja. Rein da, komm. Oh, jetzt fährt das Auto. Ah, das macht jetzt den Zaun kaputt wahrscheinlich. Ich dachte, ich kann jetzt abdüsen damit. Ich hoffe, das sorgt gerade für Ablenkung. Ja, der Zaun ist kaputt. Perfekt. Ich ziehe jetzt hinunter. Also ich wäre, glaube ich, lieber mit dem Auto gefahren. Wobei man im Auto wahrscheinlich auch nicht sicher ist gegen Raptoren. Boah, das ist ja gerade richtig Horror hier. Ich höre schon wieder rascheln. Nicht umdrehen. Auf keinen Fall umdrehen. Wir werden bereits gejagt. Aber sowas von. Oh Gott. Einfach weiterlaufen. Nicht umdrehen. Keine Angst haben. Einfach weiter. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Okay, hier geht's weiter. Gehen wir mal hier entlang. Das sind schon wieder die Raptoren. Ja. Hilfe! Hilfe! Ich glaube, ich muss einfach schnell sein. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Weg. Ich wüsste zumindest nicht wie. Oh Gott. Sieht nicht gut aus. Oh Gott, er kommt. Schnell hier rein. Was? Das Tor war zu. Als ob. Nochmal kriegst du mich nicht. Mach zu. Boah, das war richtig knapp mal wieder. Der ist schon wieder fast da durchgejumpt. Uff. Eieieiei. Das ist aber ganz schön knapp gemessen. Ich bin direkt durchgerannt. Und ohne Unterbrechung gesprintet. Wie lange geht denn das jetzt hier noch? Dieses hohe Gras ist echt nicht so nice mit diesen ganzen Raptoren. Da war direkt einer vor uns. Und neben uns. Ich sehe halt nichts. Okay, hier oben scheint es weiter zu gehen. Abgeschlossen. Ich hoffe, das ist hier ein Ausweg, weil die Raptoren sind hier überall. Ja, da geht's rein. Gott sei Dank. Raus aus dem hohen Gras. Dann will ich doch lieber im Haus. Einfach rennen. Einfach springen. Ganz egal, ob ich mir die Beine breche. Oh Gott, jetzt sind wir auch noch hier in so einem Untergrund. Oh, nicht viel besser. Oha. War wieder eine coole Atmosphäre hier. Sehr, sehr düster. Oh, wir werden wieder angefunkt. Sie lebt auf jeden Fall noch. Mehr verstehe ich da auch nicht. Hier geht's hoch. Noch mehr Abzweigung. Oh Gott, jetzt haben wir hier auch noch so ein Labyrinth.
Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, das führt jetzt einfach im Kreis. Dann hätten wir den Weg nämlich schon mal ausgeführt. Was zur Hölle, ey. Boah. Ja, Sackgasse. So viel dazu. Hat schon mal nicht gut funktioniert. Oh, das sieht gut aus. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Nein. Die Taschenlampe gibt gerade, glaube ich, den Geist auf. Na, noch geht sie. Ah, die fängt... Ah, nee, das ist gar nicht die Taschenlampe. Hier sind so Lampen. Die sind das, die so flackern. Wo führt denn dieser Tunnel hin? Ne, ist doch die Taschenlampe. Okay. Was jetzt? Oh Gott. Ih, was ist das? Da frisst einfach irgendwie ein Raptor oder so. Meine... Oh nein, meine Flaschenlampe... Taschenlampe ist kaputt. Beziehungsweise alle. Oh nein. Oh, hier haben wir Night Vision Goggles. So wie es aussieht. Oh, wie praktisch. Das ist nice. So, dann haben wir noch eine Note written by Dylan. Okay. Zoe ist wohl irgendwie verloren gegangen. Aber ich suche eigentlich nur meine M. Wo bist du? Also die Night Vision Goggles sind schon mal sehr nice. Gefällt mir. Ich glaube, hier müssen wir jetzt den Strom oder so anmachen. Okay, wir müssen irgendwelche drei Schalter aktivieren oder sowas. Müssen wir mal suchen. Unten links sehen wir übrigens auch eine Anzeige für unsere Night Vision Goggles. Vielleicht sind das diese Dinger? Nee. Ich weiß nicht, was wir genau aktivieren müssen. Aber wir müssen uns beeilen. Da wieder was gehört. Oh. The gate switches require 3 power sources. Ja, aber wo kriegen wir diese power sources? Oh nein, die Night Vision. Wir rennen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sie lässt nach. Okay, Nummer 1. Das ist ein Dino! Dilos gibt's hier anscheinend auch. RIP. Ja, perfekt. Also hier sind auf jeden Fall Dilos unterwegs. Wir müssen echt vorsichtig sein. Ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen aber noch 2 weitere Power Sources finden. Wenn er kommt, müssen wir rennen. So schnell es geht. Oh. Renn. Nicht stehen bleiben. Wir sind relativ schnell unterwegs, das ist gut. Wo sind diese Dinger? Wo sind die Power Sources? Der Dilo kreist hier um uns. Oh Gott. 2. Okay, da kommt wieder. Umdrehen, rennen. Nicht stehen bleiben. Es fehlt nur noch einer. Ich habe sie gefunden. Oh, perfekt. Jetzt aber rennen. Jetzt aber ganz schnell. Unsere Nachtsicht geht auch gerade aus. Und wir werden verfolgt. Oh Gott, schnell durch. Gerade so. Also der Dilo, da hätte auch richtig Bock auf uns. Holy shit. Okay, das ist krass gewesen. Wir haben leider keine Taschenlampe mehr. Ich glaube, draußen ist es nicht mehr so dunkel. Ja, da kommt auf jeden Fall Licht rein. Kann natürlich auch Mondlicht sein. Ich hoffe, es geht jetzt hier wieder raus. Einmal eine Dusche? Nee. Unsichtbare Wand. Keine Dusche für uns. Geht's wohl hier entlang. Und einmal hier das Wasser zudrehen. Ah, jetzt können wir wahrscheinlich da durch. Okay. Krasses Rätsel. Haben wir gut gelöst. Aber es geht endlich wieder hier raus. Gott sei Dank. Da bin ich gerade echt erleichtert. Solange es jetzt nicht wieder direkt ins hohe Gras geht.
hoffe, das Ganze hat hier auch noch ein Happy End für uns. Könnte diese Flare vielleicht eine Ablenkung gewesen sein für einen T-Rex oder so? Ich bin vorsichtig, aber ich werde dich retten. Ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Oh Gott. Und wenn das nicht mal unser Freund Rexy vom Anfang ist. Jetzt hier auch noch nebelig. Gefällt mir gar nicht, wo wir gerade sind. Aber einfach weiter rennen. Hat bis jetzt immer super funktioniert. Gott, der kommt von vorne, wir müssen rennen. Ist der completely still? So straight auf uns zu. Nein. Nicht bewegen. Kann uns nicht sehen. Wir sind eins mit der Natur. Das scheint gut zu funktionieren. Ich glaube, wenn er gleich weit genug weg ist, sollten wir einfach Hackengas geben. Einfach rennen. Oh mein Gott, warum funkt die denn jetzt? Oh nein, das kann uns töten. Warum funkst du jetzt? Da vorne ist das Ziel. Renn schneller! Bein! Bücken! Riechen! Oh mein Gott. Oh, wir haben es geschafft. Oh, war das schlechtes Timing. Er ist noch hier. Wir müssen weiter. Ich glaube, er sucht einen Weg, hier reinzukommen. Er läuft irgendwo genau neben uns. Das gefällt mir gar nicht. Oh, der ist hinter uns. Der hat's hier reingeschafft. Deswegen ist auch die Musik so am Abgehen. Einfach rennen. Einfach weiter rennen. Schnell durch die Lücke hier. Oh mein Gott, das war mega knapp. Holy moly. Und es geht immer noch weiter. Es hört nicht auf. Einfach weiter rennen. Oh Gott, jetzt sind wir auch noch auf so einem Friedhof oder sowas. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Liegen einfach tausende Leichenteile. Oh Gott, was ist das denn hier? Have a wonderful trip. Ja, ich glaube, den hatten die nicht. Oh Mann, ey. Oh oh. Ich glaube, dieses Spiel hat kein Happy End. Ups. Oh gut. Das war ein fieses Ende. Aber cooles Spiel für zwischendurch. Hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen und Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da,
Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.